Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Infovideo meinerseits, was meinen Kanal betrifft. Es wird in Zukunft ein paar kleinere oder größere Änderungen geben. Eine Änderung gibt es ab sofort schon, dann möchte ich über die Zukunft meines Kanals reden, was es noch für Spiele geben wird, zeitnah oder in ferner Zukunft. Neueste Änderung ist jetzt schon aktiv, ihr kennt das von anderen YouTubern vielleicht. Es gibt so einen Begrüßungstrailer auf dem Kanal, einmal für Abonnenten und einmal für Leute, die neu auf dem Kanal sind. Der Trailer wird bei mir auf beiden Seiten gleich sein. Was zeigt der Trailer? Einmal die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft meines Trailers in ein paar Action-Szenen, was ich alles schon an Spielen gespielt habe, aktuell spiele oder spielen werde. Ist richtig, richtig geil geworden. Die Idee hatten Chris und ich. Chris, der schneidet immer mal meine Best-ofs für die nicht wissen, wer das ist, aber die meisten von euch dürften das wissen. Für die, die regelmäßig bei meinen Apex-Videos einschalten. Dann möchte ich, sobald ich die 1000er-Abo-Grenze knacken sollte, ich möchte ja nicht zu weit vorgreifen, weil das wäre gehässig, aber so wie sich mein Kanal gerade entwickelt, und da möchte ich auch nochmal Danke an alle sagen, die mich so fleißig die letzten Monate und Tage supportet haben. Danke dafür, dass das gerade so steil geht. Das finde ich richtig, richtig geil. Auf jeden Fall möchte ich in Zukunft ein spielneutrales Intro vor meine Videos schalten. Ihr kennt mein Action-Intro von Apex Legends, was viele sehr feiern. Ich finde es nach wie vor immer noch sehr, sehr geil. Aber dadurch, dass ich in Zukunft auch mal wieder andere Spiele spielen möchte, möchte ich ein spielneutrales Intro zeigen, was auch schon in der Mache ist. Und das wird absolut mega geil. Es zeigt kein Spiel, keine Action-Szenen, einfach nur meinen Kanalnamen. Danach blendet man nochmal oder blende ich noch den Spielnamen ein und viel mehr soll da drinnen gar nicht passieren. Ich möchte es halt so neutral wie möglich halten, damit ich es für jedes Spiel schalten kann. Ich weiß, dass es der ein oder andere vielleicht nicht so geil findet. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, sonst müsste ich für jedes Spiel, was ich irgendwann mal neu zocken möchte, ein neues Intro erstellen oder einfach auf das Intro verzichten. Ob ich auf die 1000 Abos warte oder vielleicht schon nächste Woche, weiß ich noch nicht. Ich bin eigentlich jetzt schon total scharf drauf, dieses Intro zu zeigen, weil es wirklich mega geil ist. Lasst euch da einfach mal überraschen. Ich möchte euch das einfach schon mal zukommen lassen, dass das eine kleine Änderung sein wird. Dann wird es eine Änderung geben, die definitiv erst dann passieren wird, sobald ich die 1000er-Grenze erreichen sollte. Ihr kennt das von anderen YouTubern vielleicht. Es gibt eine Kanalmitgliedschaft, die man abonnieren kann. Für Gaming-Kanäle geht das ab 1000 Abonnenten. Bei Standard-Kanälen geht das erst ab 30.000. Ich wurde in meinen Streams schon ein, zwei, dreimal gefragt, ob ich das anbieten möchte, weil das Interesse da ist. Finde ich eine feine Sache. Ich möchte aber gleich so offen und ehrlich sagen, für die, die nicht wissen, was das ist, ist eigentlich hauptsächlich dafür da, um seinen favorisierten YouTuber finanziell ein bisschen zu unterstützen. Kostet 4,99 € im Monat. Jederzeit kündbar, keine Pflicht. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich weiß, dass nicht jeder davon ein Freund ist. Das soll jetzt auch nicht irgendwo durch die Blume versteckt heißen. Bitte, bitte schickt mir euer Geld. Das möchte ich damit eigentlich gar nicht sagen. Ich möchte es einfach für die Leute anbieten, die das interessiert. Es gibt auch kleinere Vorteile, die Leute haben, die das machen. Und zwar gibt es bestimmte Videos, die ich 24 Stunden vorher schon freischalten kann für die Mitglieder. Das würde ich aber nicht für jedes Video machen, weil zum Beispiel ein tagesaktuelles Infovideo über Apex Legends oder so, das macht keinen Sinn, dass ich da 24 Stunden warte, bis ich es raushaue. Also das würde ich nur für bestimmte Videos machen. Dann gäbe es die Möglichkeit in meinen Livestreams, dann ist der Chat ein bisschen für die Mitglieder hervorgehoben, dass ich das schneller sehen kann, oder kleine Icons im Chat und so weiter. Da müsste ich mich aber erstmal genauer mit beschäftigen, wenn es soweit ist. Wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ist keine Pflicht. Ich möchte es einfach mal betonen, dass ich es einfach für die Leute, die es interessiert, anbieten möchte. Dann möchte ich kurz darüber reden, was es in Zukunft noch an Spielen geben wird. Und ich möchte auch betonen, keine Angst, ich weiß, die meisten von euch sind durch Apex Legends auf meinen Kanal gekommen. Apex Legends wird definitiv einer der größten Teile auf diesem Kanal bleiben. Ich werde definitiv immer neue Infovideos machen. Ich möchte euch natürlich immer auf den Laufenden halten. Aber ab Oktober gibt es ein neues Call of Duty, Modern Warfare. Für die, die das nicht wissen, die noch nicht lange dabei sind, ich bin eigentlich hauptsächlich Call of Duty Gamer. Black Ops 4 hat mir einfach nicht so gefallen. Deswegen bin ich eigentlich nur durch Zufall auf Apex Legends aufmerksam geworden. Bin ich sehr, sehr froh drüber, dass ein Kumpel, Steve, Grüße gehen an dich raus, falls du das Video sehen solltest. Dank einem Kumpel von mir bin ich eigentlich nur auf das Spiel aufmerksam geworden.
Also, ich habe richtig coole Leute durch Apex Legends überhaupt erst kennengelernt. Das finde ich sehr, sehr geil. Aber bei COD möchte ich natürlich auch voll reinhauen. Im Oktober kommt das raus. Da wird es von mir jede Menge Livestreams geben oder Videos. Aber wie gesagt, Apex Legends ist ein fester Bestandteil. Ich werde regelmäßig Infovideos raushauen. Also keine Angst, ich werde hier und da auch Apex Legends weiter livestreamen. Ich möchte in dem Spiel ja auch fit bleiben. Das sind eigentlich die einzigen Spiele, die dieses Jahr kommen sollen, beziehungsweise auf meinem Kanal bleiben. Sollte das ein oder andere Spiel vielleicht spontan dazukommen, was überhaupt nicht auf meinem Zettel stand, werden wir dann sehen. Und im nächsten Jahr dann, das ist aber schon weit vorgegriffen, im März kommt das Remake von Final Fantasy VII. Das werde ich auf jeden Fall extrem heftig suchten. Das weiß der ein oder andere vielleicht schon. Dieses Jahr sollte eigentlich noch eine Demo kommen, kurz nach der E3, ist bis jetzt noch nicht da. Darüber werde ich natürlich auch ein paar Videos machen. Und irgendwann von The Last of Us 2, Let's Plays, wie bei Final Fantasy VII auch. Das war es eigentlich von allen Änderungen soweit, die ich euch einfach mal wissen lassen möchte. Haut bitte auch in die Kommentare, was ihr von den Änderungen allgemein haltet. Jetzt möchte ich euch eine kleine Premiere zu diesem Teaser-Trailer für meinen Kanal zeigen. Auch da könnt ihr euch gerne mal auslassen, was ihr von dem Trailer haltet. Ich finde ihn mega, mega geil. Lasst gerne einen Daumen für dieses Video nach oben da und ein Abo, wenn ihr neu seid und ich euer Interesse geweckt haben sollte. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haben wir die gesamten Mudokons befreit. Ein Quicksave. Thank you for always keeping me safe, Sora. Ihr habt aber schon festgesetzt, zwei Lachsportgrüne sind deine Kinder.